Und wir fangen jetzt an mit dem Stream. Luft, 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 Boden, Zielsuche. Ace Combat 7, Virtual Reality. 3 Missionen gibt's. Wir sind in der 2. Mission. Wir haben also quasi schon fast alles durchgespielt. Langstreckenraketen, die sich besonders für den Kampf gegen Schiffe... Ja, muss ich hier... Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Muss ich hier gegen Schiffe? Ja, vielleicht, ja. Also, da du den gerade als Belohnung bekommen hast, würde ich davon ausgehen, dass du den jetzt auch brauchst. Ne? Nimm den jetzt mal. Mit L1 und R1 kann man mit dem Seitenruder... Ja, ja, das hab ich probiert tatsächlich. Ja. Aber ich habe versucht, dieses Zieldings in die Mitte von dem Kreuz zu machen. Ja. Aber das hat nicht geklappt. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 15... Ja, das ist ein Auf und Ab, so weißt du. Deswegen musst du jetzt dir nochmal richtig in der Mission 2 nochmal richtig zeigen, dass du es ernst meinst. Weißt du, du bist kein Larifari. Sei ruhig, ich habe keinen Bock für dein Geschwätz, ich muss hier Leute abschießen. Die Einstellung. Sei ruhig. So ist richtig. Ach, das Rädchen. Oh, ich liebe das Rädchen. Es ist voll. Marhel schreibt, versuchen reicht da nicht. Ich habe versucht, L1 und L2 und R1 zu drücken, aber ich habe es nicht geschafft. Die Umgebung gefällt mir doch schon viel besser hier. Mit aber es ist durch die Brille schon sehr, also es jittert extrem. Echt? Oha. Sieht kacke aus, sagst du? Ja, ja, mega. Also auf Distanz so. Okay, hier muss ich jetzt hier erstmal nichts machen. Auf dem Bildschirm sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber ja. Gut, das ist ja häufiger so, ne? Ja, ja, also hier siehst du die Kanten, also extrem das Anti-Aliasing. Oh nein, Flugzeug! Nein! Hoch, was war das? Das bin ich. Ich habe ein bisschen dramatisch aufgestanden. So. Okay. Eigentlich wollte ich nur was zu trinken, weil mein Hals langsam trocken wird. Habe ich jetzt das. Ich habe mir eine Capri-Sonne geholt. Habe ich jetzt das Richtige? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das richtige Waffenkit jetzt habe. Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Flugzeug stürzt nicht! Ja. Du musst hoch! Ja, super! Wow! Manchmal kannst du ja doch irgendwas, ne? Ja, starten kann ich! Hol dir die. Ich versuch's. Okay, der ist jetzt an mir vorbei. Das heißt, ich als einmal den hier und sollte jetzt hier hinterher fliegen. Come on, es geht auch klüger. Komm her. Ist er zu weit weg? Jetzt. Raketenalarm! Boah. Nice. Das war knapp, weil hinter mir eine Rakete war. Ach, deswegen war das knapp? Ja. Ich dachte schon, es hat andere Gründe. Verfehlt. Den krieg ich aber noch, du. Klar kriegst du den. Ich hab volles Vertrauen in dich. Oh. Weißt du doch, immer. Oh. Ah, Raketenalarm. Mann, verpiss dich, Raketen. Ich bin viel zu nah an denen dran, so. Ja, aber jetzt, weißt du, die werden ja auch schlauer, so. Ah, den haben wir doch. Bye-bye. Und den nächsten, den haben wir auch. Komm. Ah, zerstört. Nice. Next targets. Wo sind sie? Alle weg? Whoa. Oh, nein, Patrick, ho. Alter. Was denn? Ich fahr nie wieder mit dir mit. Ja. Sei doch mal entspannter. Also nee, ich weiß echt nicht, was du hast. Ich drücke auch immer auf die Bremse, wenn ich ihr. Ja. Das ist schrecklich mit dir. Ganz, ganz schrecklich. Wenn man L1 und R1 gleichzeitig drückt, kommt der Autopilot und setzt das Flugzeug in die Gerade. Sehr praktisch. Oh, ich war jetzt zu langsam. Hast du gehört? Ja. Oh, ja. Danke für die Info. Autopilot würde ich dir eh empfehlen bei deinen Flugkünsten. Quatsch. Doch. Das kann man ja mal so sagen. Ist ja auch nichts Schlimmes bei. So 4000 Meter. Oh,
Oh, ich hab's Gefühl. Mo Fun haut ab. Ciao, Mo Fun. Ciao, Mo. Schön, dass du da warst. Ja, auf jeden. So, den krieg ich jetzt. Mittlerweile ist ja Patrick zum Glück Profi. Das heißt, wir kriegen das hin. Come on, der jetzt aber. Der lebt immer noch, hat nur eine Rakete getroffen oder was? Ja, jetzt ist er raus. Komm, komm, Rakete, komm, 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 komm. Oh. Missile. Nee. Raketen. Oh, doch. Zerstört. Nice. So, Targets. Aha, ja. Okay, cool. Es geht, wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das. Woo. Es geht, Boy. Was? Oh, ich war außerhalb des Spielgebiets. Oh. Flieg die nicht um, bitte. Nee, ist er nicht. Das sind deine Freunde, die darfst du nicht einfach. Ich mach den gleich Move wie die. Wow. Yeah, moved. Together. Move. Hast du auch ein MG? Ja, mit X. Oh, aber warum nutzt du es nie? Mach ich doch. Du machst die ganze Zeit. Aber er schießt halt immer daneben. Ja, es ist halt super schwer damit zu treffen. Ja, man sieht es nur so ganz leicht flimmern hier auf dem Bildschirm, ja. Da vorne. Ich bin mir jetzt auch ein bisschen gebraucht, bis ich das... Aber man hört es, ne? Ja. Oh, ich muss jetzt auf... Doch, ich muss jetzt Bodensachen auch angreifen, oder was? Oh, da fliegst du eh davor, das sehe ich doch schon drin. Nicht tiefer fliegen. Du bist kein Kamikaze-Flieger, denk dran. Geh sie erstmal hier hin. Oh, Missile, keine Missile. Patrick! Ausweichmanöver, nein. Oh. Alles gut, ich mach das schon. Ah, Missile, verpiss dich, ich will Raketen abfeuern. Mahel geht jetzt kochen, sehr nice. Geh mal was kochen, wenn du was übrig vorbei, hast, ja. Komm vorbei. Komm vorbei mit dem Essen. Nice und Stein. Komm, die paar kriegst du da drüben auch noch. Und gleich den nächsten. Zack. Ja, ich hab nicht so viele Raketen auf einmal. Ja, verstehe. Wieso kann ich denn nicht... Hinten sind auch noch Targets. Schnapp ich mit dir erstmal. Oder ich muss erstmal eine Rakete ausweichen. Nicht so. Ich muss erstmal eine Rakete ausweichen. Ja. Dreh. Was hast du langsam drauf von dem Ausweichen, ne? Ja. Oh, schon wieder eine Missile. Was? Aber muss im Endeffekt auch nur eine scharfe Kurve drehen, klar. Ne? Warte. Anderes bleibt dann ja nicht. Wie rum bin ich denn gerade? So rum bin ich. Das mit den Wolken ist schon geil. Wie wirken die in VR, die Wolken? Ja, wie Wolken, also. Fluffig oder ist es irgendwie wie so eine Wand, in die man reinfährt? Oder? Ach, warte, ich check gleich nochmal aus. Weil die sehen hier auf dem Bildschirm, finde ich die schon ganz nice. Au! Es wurde getroffen. 37% habe ich da noch. Typ! Ach, soll ich nicht mehr getroffen werden? Okay, den habe ich auch raus. Nee, das ist schon. Wie. Echt quasi. Wie echt? Schön. Ja. Und wo ist der Himmel? Also da, wo die Menschen hinkommen nach dem Tod. Oh, what? Was ist das? Mission gescheitert? Oh, hätte ich schneller sein müssen? Vielleicht. Okay, also auf normal ist es zumindest nicht kein Selbstläufer auf. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Ja, wäre auch, ja, also. Ja, ist auch. Wir machen jetzt einen spektakulären Abgang und beenden dann auch den Stream. Hast du jetzt das Sicht gewechselt? Ja. Geht auch? Nein, ich habe es nur weiter weggemacht. Ich kann es auch wieder näher ranholen. Chris, Junge, kannst du mal im Spielbereich bleiben, bitte? So schwer ist das. Na, das ist ja nicht unser Tracking. Das ist nämlich wirklich, wenn ich dieses Cockpit verlassen will. Sollst du ja auch nicht. Das gibt einen Spielbereich. Ja, aber ich will ja auch gerne mal rausgucken hier. Ja, Chris, kannst du aber nicht. Guck mal, da ist ein Schalter. Wenn du dich 10-mal drüber lehnst, wird er auch nach dem 10. Mal stehen außerhalb des Spielbereichs. Das halte ich für ein Gerücht.
Jetzt such dir einen Berg aus und flieg endlich dagegen. Ich wünsche mir, dass du gegen einen Berg fliegst. Diesen Satz habe ich übrigens auch vorher schon mal zu ihm gesagt, bevor wir dieses Spiel gespielt haben. Guck mal, da. Ja. Nimm ihn. Das sind 8000 Meter Flughöhe. Ich kenne keinen Berg, der so hoch ist, aber. Ach so. Schleudersitz aus dem Studio. Ja, das wäre spektakulär. Da hätte ich ihn jeden Tag draufgesetzt. Ich will ja nur ein bisschen Geschwindigkeit haben, wenn ich gegen den Berg fliege, ja? Du fliegst schon 2600. Geschwindigkeit. So, da ist der Berg. So, ordentlich. Oh, du kämpfst gegen den Berg? Ja. Du hast auch ein Maschinengewehr, gell, auf X. Okay. Doch, Chris. Das ja, okay, ist gut. Wenn geistes du willst, Ende. So. Wenn du den Leuten kein spektakuläres Ende bieten das willst. Das kann man nicht faken. Nee. Das kann man nicht faken. Dann nicht. Okay, macht aber Spaß, das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir für 3 Missionen 60 Euro geben würde. Aber ja, warum eigentlich nicht? Nein, also muss man sich überlegen. Aber ich habe auch Bock, das auf dem Monitor weiterzuspielen. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ja. Für das reine VR-Spiel vielleicht doch ein bisschen viel. 3 Missionen ist halt schon sehr wenig. Auch wenn man natürlich jetzt 1,5 Stunden, aber 1,5 Stunden ist jetzt ja auch nicht so viel Spielzeit für ein Spiel. Man hat natürlich noch den Bildschirmmodus. Ja. Das heißt, man kann das sicher, wenn man Ace Combat-Liebhaber ist, Flugzeug-Liebhaber ist, auch so einfach kaufen und Spaß am VR haben. Vielleicht kommen ja auch noch Missionen hinterher gepatcht. Oder DLCs kann es wahrscheinlich noch geben. So eine Mission für einen Zehner. Obwohl die Missionen recht lang sind. Das ist jetzt nicht so eine Mission. Ja, es geht, wenn man sich nicht dumm anstellt, geht es, glaube ich, ein bisschen flatter. Aber. Ja, wir haben halt die Players nicht benutzt, das war halt dumm. Hm. Damit hätten wir wahrscheinlich, weil in der Mission war ja ständig Rakete. Und wenn ich dann einfach die Tasten drücke und die Raketen damit quasi ausschalte. Ja. Ausschalten. Also das wäre ein bisschen klug gewesen. Ne? Ja. Und auch Waffen wechseln wäre klug gewesen vielleicht in manchen Fällen. Nun gut, jetzt wissen wir Bescheid. Nun. Also an sich, Eindruck, es hat mir schon Spaß gemacht. Nach einer Stunde war es schon ein bisschen anstrengend für mich. Mhm. Aber ja. Aller Anfang ist schwer, wir haben daraus gelernt. Ihr habt hoffentlich einen kleinen Eindruck vom Spiel erhalten. Ja. Wir haben jetzt auch eine Stunde 6 und... Ja, hier. Okay. Eine Stunde 36 gestreamt. Im Zusammenschnitt natürlich kürzer, aber ihr könnt den kompletten Stream auf unserem Channel finden, auf YouTube, wenn ihr das gerade irgendwo anders seht. Jo, wir sind erstmal raus. Jo. Viel Spaß beim Fliegen. Wir sind eure Bruchpiloten. Quack, quack.